Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Eddie und ihr habt eingeschaltet zu Ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Unser Held Elitios, Level 36, ein Zauberbrecher. Und wir spielen da weiter, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Die letzten Kommentare waren Beschwerden, dass es ein bisschen zu kurz war. Ich verspreche eine längere Episode. Zumal wir jetzt in einer ganz neuen Welt sind, sag ich mal. Wir befinden uns jetzt kurz vor der Hölle. Der Fluss Styx liegt vor uns. Ja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich schau nochmal, was kann ich hier aktivieren? Das wäre nicht schlecht. Ich hol mal meinen Kollegen. Und, ja. Können wir hier vielleicht nochmal in mein Inventar schauen? Ja, das. Ein bisschen Platz habe ich noch. Ja, ich habe ein bisschen Bammel davor, was jetzt auf mich zukommt, aber. Probieren wir es mal. Da hinten geht es irgendwie weiter. Wahrscheinlich geht es da hinten wirklich weiter. Hier passiert nichts. Schade, ich dachte, ich steige jetzt hier rein und bin der. Der Lotse, der Fahrer, der Steuermann. Aber, naja, gucken wir mal weiter. Oh yeah. Geht gut ab, mein Kollege. Archibald. Okay, was ist das hier? Schreine Meisterschaft. Oh, ein paar Untote. Davon werde ich jetzt wahrscheinlich häufiger welche sehen. Oh, das hat weh getan. Au. Verlorene Seelen. Okay. Gegen die habe ich auch schon mal gekämpft an anderer Stelle. Du brauchst mehr Energie. Kein Problem, die haben wir doch. Archibald geht's auch noch relativ gut. Kämpfe ich mit den richtigen Waffen? Eigentlich schon. Ob es jetzt hier weitergeht? Wahrscheinlich. Ich schaue nochmal kurz hier unten. Eieiei, eine Truhe. Was ist das denn? Schnell raus hier. Ein bisschen aufladen. Oh nein, Archibald. Ah. Oh, okay. Da war das Ding auch schon down. Geisterspiel. Siphon. Ja, okay. Oh, ich sterbe. Gut, dass die Archibald nicht angreifen. Sie ignorieren ihn hoffentlich, weil er auch einer von ihnen ist oder so. Geister, geh down. Okay, das ist ein anstrengender Anfang. Archibald hat es mittlerweile auch dahin gerafft. Und los, weg mit euch. Ich brauche euch nicht. Schattenstab. Ja, wahrscheinlich das, was ich denke. Ja. Oh, was Blaues. Eine Barriere. Ah, scheint ein Schild zu sein. Naja, ich nehm's. Komm schon, heil dich. Ein blauer Schild. Verleiht die Fähigkeit Dornenhecke. Archibald, ich glaube, das sind deine Freunde. Ich wechsle mal die Waffe und schaue, wie sich die andere verhält. Nee. Oh, sind die hartnäckig. Ich brauche echt mehr Fähigkeiten gegen die. Ihr wusstet es schon längst. Ich habe natürlich erst jetzt dran gedacht. Ich habe ja diese Fähigkeit. Geisterschutz. Zaubert einen Schutz, der Schaden durch Angriffe von Untoten reduziert, wirkt beim Spieler und seinen Verbündeten. Wann könnte ich das verwenden? Vielleicht vor 5 Minuten? Okay. Oder jetzt. Aber ich habe halt... echt nicht so viel Energie, deswegen muss ich damit sparsam umgehen.
Aber wenn ich jetzt, wann dann? Ach, das war Archibald. Oh, ups. Meine Güte, was ist das da? Dann gehe ich da hoch. Ah, den mache ich noch. Puh, Leute. Was mache ich jetzt hier? Das sieht voll episch aus, aber na gut. Ein Brunnen der Gesundheit wäre jetzt nice. Aber dieses Wasser ist so wunderschön grün. Ah, apropos Brunnen, da vorne ist der nächste Brunnen der Wiedergeburt. Was sind das für Wesen? Habe ich die schon mal gesehen? Gefühlt noch nicht. Oder ich war einfach mal wieder unaufmerksam. Na komm, erstmal den Brunnen der Wiedergeburt. Der aussieht wie ein Brunnen des Todes. Wobei, ist der Tod nicht auch eine Art von Wiedergeburt? Ich nehme an, dass die nicht untot sind. Da hätte ich auch die Waffe wechseln können. Dann heile ich mich auch wieder ein bisschen mehr. Aber dann brauche ich auch das erstmal nicht und spare mir ein bisschen Energie. Oh, was haben wir denn da? Noch mehr von diesen Formiziden? Habe ich das richtig gesehen? Ja, tatsächlich. Edilicius versus Formizide. Die Musik ist spannend. Die lädt dazu ein, auf Fingernägeln zu kauen. Oh, was haben wir denn hier? Ist das ein Ritual oder ein stinknormales Lagerfeuer in der Unterwelt? Kein Loot? Da muss ich doch direkt mal auf X drücken. Oh, was ist das denn? Troglodyt. Wilder. Oh. Okay. Ich glaube, ich muss nochmal kurz zurück in dieses Dorf. Oder Camp. Oder wie auch immer man es nennen will. Was sammle ich da gerade eigentlich auf? Das sind bestimmt keine guten Amulette. Leider stimmt das. Wow. Der Dreifachschlag. Und wir haben einen Mydonen-Kopfpanzer. 112 Rüstung. Schlafwiderstand. Schadensreduzierung. Gesundheitsreduktion. Das Ding ist, mein Helm macht gerade Schaden gegen Dämonen, was super ist. Bringt mir auch sonst sehr viel Stärke und Schaden. Aber ein bisschen Gesundheitsregeneration wäre schon nice. Wobei das so viel wird mir das auch nicht bringen. Ich vergleiche das mal kurz. Ach komm, ich verliere 20 Schaden pro Sekunde. Okay, ich verliere auch Rüstung, aber es liegt auch nur an dem Zusatz, den ich hier drauf gestackt habe. Essenz von Herakles Macht. Und ich habe plötzlich eine Gesundheitsregeneration von 7,2 statt 2. Ich teste es mal. Ich sehe ein bisschen behämmert aus, aber wir sind in der Hölle. Da darf man auch mal aufs Style verzichten, würde ich mal sagen. Oder, ganz im Gegenteil, man muss so richtig anfangen. Komm schon, Doppel- und dreifacher Angriff. Ach was. Okay. Haben die nix fallen gelassen? Naja, ich habe meinen super schönen, coolen neuen Helm. Ich mag ja die Beleuchtung hier unten extrem gerne.
Wo laufe ich denn hier hin? Okay, hier geht's weiter, die unfertige Brücke. Oh, dich habe ich komplett übersehen, sorry. War nicht so gemeint. Oh. Oh, der hat ja eine coole Attacke. Und vorbei. Okay. Ich mag, dass sie so Thors Hammer Mjölnir in der Hand haben. Die Klaue. Die entziehende baktrische Klaue. Okay. Damit haben wir die Map auch schon fast komplett erkundet auf der Seite des Flusses. Ja, sieht ganz danach aus. Halte Abstand oder du wirst vernichtet. Okay. Wünscht mir Glück. Ich gehe da jetzt rein. Oder drauf. Ich gehe drauf. Oh oh, der Fährmann, der Fährmann. Ein Endgegner. Hat er auch schon lange nicht mehr. Er ist ein Untoter, deswegen habe ich mal glatt die Waffe gewechselt. Er hat keine Energie mehr. Das ist ja easy. Locker easy mit diesem Helden. Gar kein Problem. Ich hätte noch meinen Geisterschutz einsetzen müssen. Ach ja, kann ich immer noch. Oha. Gut zu wissen. Habe ich meinen Geisterschutz aktiviert? Ne. Jetzt. Ja, ja, deine schöne Form hier, die wird auch nicht mehr lange bestehen bleiben. Und down. Ein Gegner mit zwei verschiedenen Formen. Und, oh, er hat eine Essenz fallen gelassen. Okay, ein Questgegenstand haben wir und... Drückt mir die Daumen, ich drück sie mir selbst und... Ey, ein blauer, ein grüner. Siegerring des Hauptmanns, super. Viel Gold, wir nehmen mal den Kopfwickel an uns. Und das Blauteil. Wo haben wir es denn? Das war der Kopfwickel. Wie nah sind wir an diesem Intelligenzwert? Weit entfernt. Was hatten wir noch? Das ist das Ruder, okay. Der Siegelring des Hauptmanns. Rüstungsschutz, Elementwiderstand, Schildblock, Gesundheitsregeneration, erforderliche Stärke, Stärke, Stärke für alle Waffen, Rüstung und Schilder gehen zurück. Fantastisch. Ist das jetzt aber so viel besser, dass es sich lohnt? Plus 23 Intelligenz, Stärke. Sieht bis jetzt nicht so aus, tatsächlich. Schaden pro Sekunde geht runter, Rüstung steigt. Leben geht runter. Stärke geht runter. Was passiert hier? Was sehr ähnliches. Oha, aber meine Resistenzen steigen. Wie kommt das denn? Ah, 15% Elementwiderstand. Natürlich. Auch nicht schlecht. Aber wenn der Rest echt so massiv runtergeht. Welchen habe ich denn jetzt in der Hand? Oh, der verfluchte Ring. Irgendwas hat sich doch hier gebessert. Ah ja, die Verteidigung, genau. Was passiert hier? Die Gesundheitsregeneration geht ein wenig hoch. Schon ganz geil, aber nicht geil genug. Ach, schade. Also, nee, ist schon cool. Keine Frage, aber ich glaube, der ein oder andere kann das nachvollziehen. Da freut man sich mal über einen blauen Ring und dann ist es nur das. So. Okay, ich müsste dann auch bald mal wieder zurück, vor allem wenn ich das alles hier eingesammelt habe. Oh, hier hinten liegt noch was. Oder hier, wie auch immer. Puh. So, weiter geht's. Wisse dies, Titanenzerstörer. Elysion ist kein Paradies mehr. Ich sehe, dass große Helden ein zweites Mal sterben, aber niemals ein drittes Mal. Götter sollten gehen, bleiben aber. Wenn er wüsste, wie oft ich schon gestorben bin. Götter, die sich einmischen sollten, sind fort.
Die Lebenden müssen ihren Platz neben den Toten einnehmen. Rette die Toten vor dem Sterben. Komm zu Elysion. Komm bald. Komm jetzt. Ja. Belohnung. Gericht der Lebenden. So, schauen wir mal auf unsere Quest-Map. Gericht der Lebenden. Finde einen Weg nach Elysion. Wisse dies. Nein, das wollen wir uns nicht noch einmal anhören. So, das war die Straße zum Hades. Jetzt sind wir wahrscheinlich offiziell in der Unterwelt. Und wir haben... Oh, wir haben sogar noch zwei Aufgaben hier. Es soll ein Monster im Styx geben. Wohnt normalerweise in den Sümpfen des Styx hinter dem Fluss. Finde und töte diesen Schattenfresser. Okay, mit dem Ruder muss ich auch noch was machen. Versuche den Zweck des Ruders herauszufinden. Ich hoffe, dass jetzt diese eine Nebenquest mit dem Flussungeheuer auf dieser Seite stattfindet. Denn das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Oh, Aufgabe abgeschlossen. Easy. Ja, also, vielen Dank fürs Einschalten. Es war mir eine Freude. Ich freue mich über Kommentare und weiteres. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.